Ach so, und ich muss jetzt. Bau davon welche, damit ich gleich die nächste Stufe bauen kann. Und dann ersetze ich die alle durch die Speed MK1-Variante, die ich jetzt gleich hoffentlich bauen kann. Lithium Processing. Och. Bah! Also, es ist nicht so, dass ich Chemie nicht mag. In Real Life ist das alles völlig okay. Aber hier ist mir das ein bisschen zu wuselig. Ja. Die Rattenschwanzkette mit den ganzen Dingern. Also, gerade jetzt, als ich jetzt Lithiumchlorid hier gesehen hatte. Was hatten wir da? Eine Alienwand. Achso, nee. Nee. Bessere Strommasten. Auch nicht unbedingt Basic Terraforming. Bridge Builder, ey. Das ist jetzt wieder ein anderer Drill. Und der vereint die beiden Drills, die ich dir vorhin gezeigt hatte. Also, der eine hatte ja 0,5 Speed und 7x7 und der andere hatte 1 Speed und 5x5. Das Ding hat jetzt, nee, die Reichweite von dem großen und die Geschwindigkeit von dem Durchschnitt von den beiden. Ja, okay, wird ignoriert. Turret MK2 hat auch eine höhere Reichweite, richtig? Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Und ich müsste mir keine Sorgen machen über Stromausfälle und so weiter. Kostet dafür aber auch wieder Ressourcen, ne? Die Munition. Die ballern ja nicht durchgehend. Ich glaube, ich mache das mal spaßeshalber. So. Dann kann ich das Ganze mit dem Öl nämlich noch ein paar Folgen nach hinten verschieben, weil ich die Lasertürme nicht so schnell brauche. Yay! Und ist mal was anderes. Da, warum kann ich nur einen davon bauen? Weil ich nicht genug Kupfer habe. Okay. Beziehungsweise weil ich nicht genug Brettchen habe. Das können wir auch machen. Also ich schnapp mir jetzt ein bisschen Kupfer für den Eigenbedarf. Und danach schnapp ich mir sowohl die braunen Brettchen als auch die blauen, wollte ich sagen. Und die blauen kann ich noch gar nicht. Also die werden noch gar nicht automatisiert. Die müsste ich dann mal auf Vorrat herstellen. Da. Dafür bräuchte ich auch wieder Kupfer. Und schon wieder ein Angriff. Ha. Der echt ziemlich flott hier. So, du könntest mal das Ganze in eine Kiste auslösen. Void Chest. Nein, nicht so eine Kiste. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwann aus Versehen mal statt einer Stahlkiste die hier gebaut, weil sie genauso aussieht. Und die irgendwo hingesetzt. Das wäre echt nicht gut. Nur zum Geier haben die Kisten versteckt. Da. So, du dahin. Und beschränk dich mal auf zwei Stacks oder so. So, dritte Stufe bräuchte Zink und Invar. Wow. Okay, die lasse ich, glaube ich, erstmal. Auch wenn 200% Damage-Bonus auf irgendwas schon mal sehr cool klingt. Storage Iron Chest 2x2. Storage Size 128. Das wäre die schicke Alternative, wenn ich ebenfalls die Roboter auch weiter nach hinten verschiebe, zusätzlich zu den nach hinten verschobenen Lasertürmen. Weil wenn man 2x2 Kisten hat oder 3x3 Kisten und was auch immer, kann man sehr schön mit den Ecken arbeiten von Fließbändern. Mit so einem Überlaufschutz. Außerdem sehen sie cool aus, Riesenkisten. Voll gefüllt mit Goldmünzen oder Eisenbarren oder irgend sowas. Circuit Network 9, Boiler. Boiler MK2 entfällt, weil wir die Yogi-Boiler haben, richtig? Efficiency 75. Ich glaube, ich habe schon die eine Stufe besser genommen, oder? Die hätten auch 75. Energy Consumption 3,6 MW. Oh, braucht 3x3 Platz. Ich glaube, dann wären die aus der Forschung doch besser. Was brauchen die zum Bauen? Ein Steel Furnace. Und eine Steel Pipe. Die brauchen wir wieder Invar und Brass. Also ich sehe ein Muster. Für die Tech-Stufe 3 brauchen wir immer die Sachen hier. Aber selbst die Stufe davor ist ja schon okay. Ja, mach mal. So. Okay, schnapp dir das, schnapp dir das. Dann bau bitte schon mal auf Vorrat davon mehr. Ah, das sieht doch gleich viel besser aus. Okay. Das ist am Wuseln, das ist am Wuseln, das ist am Wuseln. Habe ich genug Eisen? Nö, nehmen wir mit.
Was sagt unsere Eisenkiste? Füllt sich langsam, okay. Achso, und ihr müsstet jetzt hier wieder durchgehen arbeiten können. Das ist sehr schön. Aber macht man daraus blaue Fabriken. Damit auch das schneller läuft. Und das Electronics Assembly Ding muss ich mir erstmal angucken, was das genau überhaupt macht. Ich stelle mir einmal mal eine Ecke und hau ein bisschen drauf rum. Dann geh mal dahin. So. Du kannst... Was? Du kannst zwei Kupferdraht aus einem Kupfer herstellen. Das können alle anderen auch. Aber du bist kleiner. Das stimmt, du bist nur 2x2, der ist 3x3. Okay, was kannst du noch? Du kannst auch... Moment mal. Du brauchst ein braunes Brett und drei Kupferdraht. Das brauchst du auch, richtig? Ja. EDF. Also du kannst alles, was die anderen auch können. Du bist nur kleiner. Also sehr enttäuschend. Also ja, wenn man irgendeine Challenge... Oh, Angriff. Wenn man irgendeine Challenge-Map spielt, wo man sehr wenig Platz hat, dann... Ja, vielleicht. Aber hier... Ich glaube, das Ding kann ich getoast in die Tonne treten. Aber mal gucken. Vielleicht hat das ja später noch irgendeine andere Funktion, die ich jetzt gerade nicht sehe. Kann ja auch vorkommen. Ja. Ein Objekt wurde zerstört. Das zerstört ist nicht gut. warum hupst du immer noch rum? Achso, ist weg. Ja. Okay. Das heißt, es sind keine Splitter, aber sie halten recht viel aus. Dann packe ich doch einfach mal... Also sie halten sehr viel aus und sie teilen sehr viel aus. Das heißt, ich stelle mal an die Stelle, wo eben gerade nur der Sniper-Turm stand, jetzt einen MK2-Turm hin. Da, weil der ja hoffentlich mehr aushält. 500. Ja, ist nicht sehr viel mehr, was es aushält. 25% mehr? Ja. Du kriegst dafür ein bisschen panzerbrechende Munition, damit es schneller geht. Du bist doch eine andere Farbe. Ja, das ist ein schöner Touch. Dass man wirklich optisch sehen kann, dass es eine höhere MK-Stufe ist. Also nicht nur an dem Icon da, ne? Sondern auch wirklich optisch auf der Welt selber. Gut, gut. Ich brauche mehr davon und ich brauche mehr Stahl. Und du brauchst auch eine Kiste. Da, Kiste. Kiste für Muni, für später, wenn ich denn noch Muni habe. Als... du auch. So. Normale Munition abholen. Stahl und Kupfer abholen für rote Munitionsproduktion. Für Eigenbedarf und für... Oh Mist, ich hab's vergessen. Eigenbedarf und für diverse Türme oben. Dann aber auch Fuelblocks abholen, um die Dinger endlich zu befüllen. Ich hätte sie ja provisorisch nur mit 10 Stück von irgendwas befüllt. Dann gucke ich weiter. Jetzt erstmal, genau, Kupfer da. So. Die Dinger bauen, um das Kohleding zu verändern. Muni war hier. Ja, damit. Gut. Warum bist du so langsam, weil du noch eine graue Fabrik bist? Okay, unterwegs bitte noch eine. Was? So. Dann ein paar blaue Fabriken bauen, damit wir das hier setzen können. Also die Zahnradfabrik und die Munitionsfabrik. Hier fehlt noch Licht. Da und da. Und da. Und die Kiste unten würde ich ganz gerne plündern. Die große. Wenn ihr Fuelblocks. Ja, ich würde sie gern plündern, aber... Na, wobei, 350 ist eine ganze Menge. Das brennt halb ewig. Ist halt krass, dass man das so hoch stacken kann. Oh, eine komische Zahl für einen Stack. 355 hätte ich verstanden, aber 350? Du, da... Miep. Oh, die haben auch... Oh, guck dir das mal an. Die haben andere Zahnräder da dran. Das ist ja cool. Sehr schön. So. Die werden jetzt nach und nach ersetzt. Es müsste dadurch, ne, doppelt so viel Kohle kommen. Weil wahrscheinlich auch höherem Energieverbrauch. Aber dafür haben wir genug Blocks.
Das heißt, nächster Schritt wäre dann hier Stromverbrauch machen. Weitermachen. Da, bau davon schon mal ein paar Stück. Dann wahrscheinlich auch die besseren Boiler, oder? Wobei, noch hält das ja alles bei 100%. Ich kann ja mal blub, blub machen. Dann wird das da oben nicht mehr sich auf 100 halten können. Und dann gucke ich mal, wenn ich die da ersetze. Ich habe nicht genug Stahl mitgenommen. Wenn ich die da ersetze, ob ich dann vielleicht schaffe, dass hier mehr dran kommen. Und dann kann ich so abschätzen, welcher Boiler jetzt wirklich besser ist. Weil ich weiß nicht, ob die Zahlen, so wie ich sie vorgelesen habe, das einzig Ausschlaggebende sind. Oder ob der Energy Consumption Wert auch noch wichtig war und nicht nur der Effektivitätswert. Ich glaube, es war nämlich eine Mischung aus beidem. Also da musst du dann quasi berechnen, wie viel Einheiten pro Sekunde das Ding umsetzt. Und das habe ich halt vorhin nicht gemacht. Kupfer. Und ja, ich könnte einfach die Kiste hier plündern, das ist einfacher. So. Stahl nehme ich auch ein bisschen mehr mit. Dann, unter was fällt jetzt der Schmelzofen? Hier. Bau davon mal ein paar. Oh, ich habe auch nicht besonders mit viel Rohstein. Oh, ist okay. Und nebenbei immer schön forschen, damit wir da auch weiterkommen. Nicht unbedingt in die Richtung, wo wir forschen müssen, weil ich das ja ein bisschen nach hinten verschoben habe, aber allgemein trotzdem irgendwas forschen ist immer gut. Da. Stack Size zum Beispiel, gerade zwischen den Fabriken doch recht praktisch. So, dich wollte ich ersetzen und dich wollte ich ersetzen und die Munition nach oben bringen und die Frühblöcke endlich hier hin. Genau. So, das ist viel zu viel. Sagen wir mal 40 pro. Ja, ist okay. So, die sollten jetzt eine ganze Weile lang brennen. Die brauchen kein. Wow. Wir brauchen schnellere Ärmchen und mehr Schmelzöfen, theoretisch. Praktisch bräuchten wir hier auch mal ein schnelleres Ärmchen. Und heben die Beschränkung da auf. Okay. Die Munition nach oben bringen. Und es kommt mir so vor, als wenn ich einigermaßen gut bei der Sache bin. Also ja, ich lasse mich natürlich immer ablenken, aber ich schaffe recht viel und behebe recht viele Probleme, die, ne, aus alten Folgen sind und so. Also du hast noch gar keine Kiste, ne? Da. So. Okay. Das sollte jetzt wieder sicher sein. Einigermaßen. Auch wenn ihr das Bedürfnis habt, noch eine dritte Reihe hinzusetzen. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber ne, wer weiß. Ich werde mich wahrscheinlich erst sicher fühlen, wenn wir die Bauroboter haben, die dann hier alles regelmäßig reparieren können. Gerade auch die Türme. Das wäre sehr praktisch. Aber ne, für Bauroboter bräuchte ich erstmal wieder die ganze Ölgeschichte. Und da habe ich weder einen Platz für bisher. Weil das, ja, jetzt müsste ich das da oben erstmal in Beschlag nehmen. Also die Mauer hier anders setzen. Ja, also da wahrscheinlich hoch, dann rüber und dann dahin. Na gut, du hast. Kriegt auch noch jetzt jeweils 25 rein. So. Demnächst nochmal das Ganze machen, um hier das auch noch zu sichern, aber von da wird kein Angriff kommen. Unsere Radarschüsseln haben in der Richtung noch gar keine Basis gefunden. Nur halt die drei hier. Deswegen kommen doch immer da die Angriffe von allen drei. Ja, wahrscheinlich nur von diesen zwei Basen, aber die da kommt auch irgendwann hinzu. Yay, noch mehr Angriffe, noch mehr rosa Kügelchen. Ja, schön. Gut. Beim Produktivsein wollte ich jetzt gerade testen, wie das mit den Boilern funktioniert. Genau. Du bist bei 67 Grad. Das heißt, ich ersetze jetzt da die Boiler. So, warte jetzt kurz ab, weil neues kaltes Wasser reinfließt, das muss erst erhitzt werden und so weiter und so weiter. Das könnte jetzt also eine Weile dauern. Pollution 8. Pollution 7,5. Also hier, sie machen schon mal ein kleines bisschen mehr Umweltverschmutzung. Haben genau gleich viel Feuerresistenz.
Halten weniger aus. Aber gut, alles Details, die nicht wirklich wichtig sind. Außer die Gegner haben hier alle Hardcoreo wieder die Artilleriebomben. Die fand ich übrigens recht garstig. Diese rosa Kugelchen, die immer stärker wurden und dann, ne? Ganzes Loch in die Basis reinreißen. Ja, können wir machen. Nee. Inserters 180 Fragezeichen 3.